Hi und willkommen bei Farbsport.de. Heute gehe ich mal wieder auf einen Zuschauerwunsch ein, nämlich geht es um das Verhalten beim Bunkerwechsel. Viel Spaß! Der Wechsel von einem Bunker in den anderen mitten im Spiel stellt sich für viele Einsteiger als große Hürde dar. Das war bei mir früher nicht anders. Das Problem dabei ist ja, dass man, während man den Bunker wechselt, komplett offen für den Gegner ist und daher relativ einfach getroffen werden kann. Daher muss man sich sehr gut darauf vorbereiten und halt auch, während man den Bunker wechselt, einige Dinge beachten. Darum geht's jetzt. Kommen wir als erstes zur Vorbereitung für den Bunkerwechsel. Nämlich das, was du tun musst, bevor du überhaupt losrennst. Und zwar gibt es da zwei Dinge, die du beachten musst. Zum einen musst du natürlich deinen direkten Gegner drücken. Dem direkten Gegner meine ich den, gegen den du gerade im Zweikampf bist oder den du probierst daran zu hindern, weiter nach außen zu rennen. Und der zweite Punkt ist, dass da drinnen entweder einer oder mehrere Gegner sind, die probieren, dir den Laufweg zuzuschießen. Also praktisch dafür zu sorgen, dass du gar nicht erst losrennen kannst. Als erstes musst du jetzt also gucken, dass dein direkter Gegner gedrückt wird. Und wenn du das geschafft hast, dass der praktisch nicht mehr aus der Deckung rausguckt, dann musst du dich vergewissern, dass gerade kein anderer in deinen Laufweg schießt. Denn wenn du jetzt losrennen würdest und da schießt jemand in deinen Laufweg, dann wirst du ja sofort getroffen. Also, Gegner drücken, gucken, dass da keine Kugeln kommen und losrennen. Wenn jetzt Kugeln kommen, dann musst du natürlich entweder erstmal warten oder wenn du die Gelegenheit hast, kurz um deinen Bunker rumgehen, bababab, und den Gegner, der da gerade in deinen Laufweg schießt, drücken. Das ist allerdings teilweise auch ziemlich riskant, denn wenn der direkt an deiner Bunkerkante langschießt, dann kann es sein, dass du ihm direkt in die Kugeln schaust und raus bist. Deswegen sei mit sowas vorsichtig. Die sicherste Variante ist immer einfach zu sehen, ob Kugeln in den Laufweg fliegen oder nicht. Okay, doch was ist jetzt, wenn du losrennst? Wie verhältst du dich dann? Wenn du losrennst, solltest du grundsätzlich weiterhin auf deinen Gegner schießen. Denn selbst wenn du nachher sliden willst, ist es besser, wenn du noch ein paar Millisekunden länger auf deinen Gegner hältst. Dann sagen wir, du schießt noch 3-4 Kugeln mehr auf den, während du losrennst, dann hat er ja wiederum weniger Zeit rauszugucken und deswegen ist deine Chance größer, auch in den nächsten Bunker anzukommen. Gerade bei weiten Laufwegen ist das ziemlich wichtig, denn da hat dein Gegner ja sonst eine große Chance, dich noch zu treffen. Beim sehr kleinen Laufweg ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kugeln dann noch rechtzeitig ankommen würden, ziemlich gering. Was du sonst noch beachten solltest, während du den Bunker wechselst, ist, dass du die ganze Zeit Infield guckst. Auch wieder, umso länger der Laufweg, umso wichtiger wird das. Denn zum einen siehst du dann schon direkt, wo unter Umständen Gegner sitzen, die dir gefährlich werden. Es kann ja sein, gerade bei längeren Wegen, dass du dann unterwegs auf einmal einen siehst, den du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, der dir gefährlich werden könnte. Dann kannst du im letzten Moment noch schnell einen Superman machen oder vielleicht auch hinter einer anderen Deckung noch stehen bleiben, gerade wenn du eine Deckung überspringen willst. Und andernfalls, wenn es jetzt ein kürzerer Laufweg ist oder der Gegner, den du da siehst, dir nicht direkt gefährlich wird, dann weißt du aber trotzdem, dass da einer ist. Und unter Umständen, wenn du genug von ihm siehst, kannst du ihn dann auch direkt abschießen. Wenn das nicht der Fall ist, weißt du immerhin, dass da einer ist, kannst das direkt weitergeben und hast natürlich auch selber eine Information mehr. Also merken, immer wenn du läufst, guck in das Spielfeld rein und nicht zu dem Bunker, wo du rennst. Du weißt ja schon, wenn du losrennst, in welche Richtung du musst, das ist ja jetzt nicht so schwer. Guck einfach in das Feld rein und dann nimmst du praktisch auch, während du rennst, aktiv am Spiel teil und kannst alles sehen, was da gerade wichtig ist. Okay, wie du siehst, ist das eigentlich total einfach. Man muss es halt nur einige Male gemacht haben, um es sich anzugewöhnen, denn Erfahrung macht letztendlich einen guten Spieler. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, dann würde ich dir auch empfehlen, noch mein E-Book kostenlos runterzuladen. Das findest du entweder oben im Menü unter Gratis-E-Book oder hier bei YouTube unten in den Links in der Artikelbeschreibung. Darin erfährst du dann einiges, wie du dein Paintball-Training noch weiter verbessern kannst. Ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute bis nächste Woche und wir schießen uns.